Hallo und herzlich willkommen zurück zu Resident Evil 7. Das letzte Mal ist schon ein bisschen her. Ich habe keine Ahnung mehr. Vor allen Dingen, warum bin ich rot? Warum? Ist alles voll mit Blut. Okay. Ich mal. Wie gesagt, das letzte Mal ist ein bisschen her. Ich viel zur Zeit eben halt durch die Betas und durch Demos. Ich alles ein bisschen vorgezogen habe, aber das ist ja nicht so schlimm. Das Spiel geht ja trotzdem weiter. So, ein bisschen umgucken hier. Hat das schon irgendwas verpasst? Ich habe das diesmal nicht so gemacht, dass ich eben halt guck, wie andere gespielt haben oder so. Okay. Kombinierbar. Okay. Jawohl. Kann ich das jetzt hier nehmen oder was? Oder? Okay, ich bin ja noch nicht komplett im Arsch. So. Ist ja noch was? Nein, noch. Ich muss jetzt hier bestimmt raus. Hilfe. Ich will da eigentlich gar nicht raus, so ich. Der Alte hängt bestimmt irgendwo hier. Also vor uns zwei hier hinten. Irgendwas? Ne, ne? So eine Scheiße. Ich will nie. Was ist das Scheiße? Drehen. Oh, da hat jemand die Augen zerkratzt. So was Böses aber. Die Fotos habe ich letztes Mal schon angeguckt. So. Okay. Ja, ich denke mal, ich muss in die andere Richtung. Zum Telefon zu. Alter, das ist doch scheiße hier. Wenn ich weiß ja nicht, ob der Alte hier rumfußt, so. Der mich das letzte Mal angegriffen hat. Und der wird mit Sicherheit hier sein, irgendwo. Nehmen wir nochmal. So. Ah, das ist verschlossen oder was? So eine Scheiße. Das heißt, ich muss jetzt hier rein oder was? Alter, das ist aber nie euer Ernst, ey, oder? Ich mal irgendwie was nehmen, Messer oder so. Kühlschrank gerade. Vielleicht. Wo ist denn das dämliche Telefon? Was tut mir leid, dass ich mich ein bisschen prasselig anstelle, aber. Ich bin da nicht so
Für Resident Evil. Ah, das sind die Kunden, die gestorben sind. Bücher. Ich habe keine Ahnung, was ich hier machen soll. Vor allen Dingen, wo ist das scheiß Telefon? Das kann ja bloß hier drin sein, oder? Hä, war das von der Weg auch schon? Ja, oder? Okay. Hallo? Hallo? Gut gemacht, Ethan. So, ich stimm's. Wer zum Teufel sind diese Leute? Und hör zu, wenn du am Leben bleiben willst. Du musst aus dem Haus raus. Gleich gibt's einen Weg durch die Eingangshalle. Okay. Und das Teil an deinem Handgelenk ist ein Kodex. Verlier nicht. Er ist wichtig. Der war gut, dass ich aus dem Haus raus muss. Nach Hause. Ich mach was schon. Zur Eingangshalle kommen. Alter. Die Eingangshalle ist da drüben. Ist das die Eingangshalle? Nein, ne? Zimmer und Wohnzimmer. Okay, ich muss außen lang. Alter, bleib ja fort, Alter. Genau. Eine Wackelhead. So, was, wie soll ich jetzt hier rauskommen? Muss ich mich rollen oder was? Hier gibt's nichts. Ah, genau, das ist der alte. Das ist nochmal der alte. Scheiße, Mann. Muss ich wirklich noch was suchen? Scheiße. Ah, hier unten wird es wohl nicht sein, oder? Genau, ein Stiefel. Machen Sie auf! Hey, hier drüben! Wo? Machen Sie auf! Wo denn? Ich?
Ja, klar. Was soll ich aufmachen? Muss ich mich rollen? Ich würde ja gerne aufmachen. Das geht aber nie. Machen Sie auf! Hey, hier drüben! Naja. Machen Sie auf! Naja. Hey! Hey, hier drüben! Hey, Sie! Machen Sie auf! Hey, Sie! Machen Sie auf! Entscheid die Schnauze. Die Frau ist. Machen Sie auf! Wo ist das? Wo Hey, habe ich hier was drüben! übersehen? Hey, Sie! Hey, hier drüben! Hey! Hey, hier drüben! Ja, ist gut. Ah ja, ich Machen habe Sie auf! wirklich keine Ahnung. Hey, Sie! Ah, okay. Ich habe einen Dietrich gefunden. Machen Sie auf! Hey, Sie! Hey! Alter, quatsch mich nicht voll. Hey, Sie! Hey! Hey, Sie! Hey, hier drüben! Schlüsseldienste. Kann Hey, ich das Sie! aufmachen? Hey, hier Was? drüben! Hey! Hey, hier drüben! Naja. Hey, Sie! Quatsch mich nicht voll. Quatsch mich Hey! nicht voll. Ich habe wenigstens 10 GS wieder Hey, gekriegt. Das ist Sie! schon mal viel wert, ne? Hey, hier drüben! Nee, Hey! jetzt nicht. Hey, hier drüben! Hey, Sie! Da kann mich gar nicht sehen. Irgendwie Hey, Sie! was zu tun oder so. Hey, hier drüben! Geht's Machen Sie nicht auf! so. Hey! Hey, hier drüben! Hey! Machen Sie auf! Hey! Hey, Kann Sie! ich nicht verwenden. Ich werde bestimmt noch mal runtergehen. Und von unten mein Glück probieren, weil ich habe keine Ahnung mehr, wo ich hin soll. Machen Sie auf! Ich denke mal, das wird das Einzige sein. Hey, hier drüben! Machen Sie auf! Hey! Hey, hier drüben! Machen Sie auf! Selbst da drinnen höre ich diesen Typen. Hey, hier drüben! Ich komme aus der Eingangshalle. Oh. Kann man im Inventar. Ich gehe nochmal. Nochmal gucken, vielleicht habe ich doch was vergessen, aber oh, das glaube ich bald gar nicht.
Also da draußen, da geht mir richtig auf den Sack. Ist ja, wenn der dich wenigstens, wenn er sich sehen würde oder so, da würde ich das noch verstehen, aber der sieht mich ja gar nicht. Das sieht mich nie, aber oh, hallo, hey, hey, mach sie auf, mach sie auf. Das ist total, weiß ich nicht. Was hab ich denn hier noch drin? Okay. Hey Sü. Hey Sü. Ich muss doch mal zu den Trops gehen hier. Vielleicht kann der mir doch helfen irgendwie. Hey Sie! Ah ja. Hey, hier drüben! Hey! Machen Sie auf! Hey! Hey, Sie müssen mir helfen! Ganz ruhig, zurück! Also, Sir, wohnen Sie hier? Ich meine, ist das Ihr Grundstück? Was? Ich? Nein, nein! Okay, uns haben kürzlich mehrere Anrufe über vermisste Personen erreicht. Sie verstehen nicht. Ich muss hier raus. Beruhigen Sie sich. Sie hören mir nicht zu. In diesem Haus gibt's Irre, die mich umlegen wollen, verdammt! Ja, na gut, ich sage Ihnen Folgendes. Sie scheinen sie auch nicht gerade alle beisammen zu haben, okay? Machen Sie Witze? Also, wie gesagt, es wurden mehrere Personen vermisst gemeldet. Und ich kann nicht ausschließen, dass ein Außenstehender wie Sie daran beteiligt ist. Okay. Ich sag Ihnen, was Sie wollen. Okay, das klingt schon besser. Gut, treffen wir uns in der Garage. Dort reden. Hey, halt! Geben Sie mir Ihre Pistole. Sie haben wohl den Verstand verloren. Schauen Sie. Officer. Hey, Deputy. Genau. Deputy. Wollen Sie meinen Namen in den Todesanzeigen lesen? Oder wollen Sie ein Held sein und mein Leben retten? Verdammtes Taschenmesser? Hier. Nehmen Sie es. Mehr kriegen Sie nicht. Los, jetzt. Garage. Sofort. Was soll ich mit einem Messer? Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie wird sehr tot sein. Ach ja? Hey, das Tor! Auf. Das Stopp! Tor! Auf. Das Stopp! Tor! Alter! Also. Also, was denn jetzt? Nein! Oh, Entschuldigung, Junge. Geht's dir gut? Obi. Das ist los, Junge. Keine Munition mehr. Obi. Obi.
Komm schon! Alter Mann. Ist er tot? Ich glaube nicht. Oh Mist! Alter! Alter. Was? Du bist immer noch nicht tot. Wo ist der? Oh mein Gott, ich will speichern. Weg. Das ist doch nicht ganz dicht. Okay. Ah, jetzt, das ist ja. Das Teil liegt immer noch unten, ja, ne? Naja, nachdem ich die Birne weggepustet habe. Oh, ich will hier nicht runter. Eigentlich will ich gerne nochmal safen. Bevor ich jetzt hier sterben werde. So. Ich werde hier speichern. Und werde schon mal die Aufnahme beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Folge. Bye bye.